Hallo, beginnen wir mit der Überprüfung unserer ersten These. Diese These lautete, die Summe der Vermögenswerte entspricht immer der Summe der Schuldenwerte. Am Ende des ersten Geschäftstages sah die Situation unserer Filiale wie folgt aus. Die Summe der Vermögenswerte betrug 53.352,01 Euro. Die Summe der Schuldenwerte betrug 51.193,01 Euro. Da die Summen unterschiedlich sind, werden Sie jetzt sagen, dass unsere These falsch ist. Daraufhin kann ich nur antworten, dass in dieser Darstellung im Moment tatsächlich die Summe der Vermögenswerte größer als die Summe der Schuldenwerte ist. Wir haben aber das Ergebnis unseres kaufmännischen Handelns noch nicht berücksichtigt. Wenn die Vermögenswerte größer sind als die Schuldenwerte, waren wir offensichtlich kaufmännisch erfolgreich. Wir haben einen Gewinn in Höhe von 2.159 Euro als Differenz zwischen den Wertesummen erwirtschaftet. Da der Gewinn die Verzinsung der Kapitaleinlage des Gesellschafters darstellt, ist er eine Schuld gegenüber dem Gesellschafter. Berücksichtigen wir bei der Betrachtung des Vermögens und der Schulden den Gewinn, wird deutlich, dass unsere These, dass die Summe der Vermögenswerte immer der Summe der Schuldenwerte entspricht, richtig ist. Fassen wir zusammen. Wenn die Summe der Vermögenswerte größer als die Summe der Schuldenwerte ist, haben wir als Differenz einen Gewinn vorliegen. Der Gewinn ist eine Schuld gegenüber dem Gesellschafter, denn der Gewinn stellt die Verzinsung seiner Einlage dar. Der Gewinn stellt einen Werteabfluss dar. Für eine weitere Überprüfung unserer These drehen wir den Spieß um. Das Vermögen soll nun 51.193,01 Euro betragen. Die Schulden betragen 53.352,01 Euro. Im Moment ist also die Summe der Vermögenswerte kleiner als die Summe der Schuldenwerte. Berücksichtigen wir aber die Differenz auf der Vermögensseite in Höhe von 2.159 Euro wird unsere These bestätigt. Diese Differenz stellt einen Verlust dar, der das Vermögen vermindert. Fassen wir zusammen. Wenn die Summe der Vermögenswerte kleiner als die Summe der Schuldenwerte ist, haben wir als Differenz einen Verlust vorliegen. Der Verlust vermindert das Vermögen. Der Verlust stellt einen Wertezufluss dar. Damit ist unsere erste These bestätigt. Wenden wir uns unserer zweiten These zu.